In Rifton angekommen, gehen wir nun in das Waisenhaus Ehrenhall. Und ich bin schon gespannt, was uns dort erwartet. Klang ja zumindest nicht sehr nett, wer hier so haust. Wer sich seinen Pflichten entzieht, bekommt eine extra Tracht Prügel. Oh, 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 oh. Habt ihr mich verstanden? Ja, Grelot. Und noch eins. Ich will nichts mehr über Adoptionen hören. Keiner von euch Gören wird adoptiert werden. Weder jetzt noch später. Keiner braucht euch und keiner will euch haben. Darum, meine Lieblinge, seid ihr hier. Und darum werdet ihr immer hier bleiben, bis zu dem Tag, an dem ihr volljährig werdet und in die weite, schreckliche Welt davongejagt werdet. Und was sagt ihr nun? Wir lieben euch, Grelot. Danke für eure Güte. Schon besser. Und jetzt fort mit euch, ihr Gossenblagen. Und die hat den Tod definitiv verdient. Bam! Das ging schneller und geiler als gedacht. Die Schweinekinder. Das lesen wir mal. Die Schweinekinder von Tyston Bane. Ah ja. Sehr lustig. Lese ich mir wirklich mal durch. Ich habe das jetzt für mich durchgeblättert. Wie sie sich freuen. Ist ja lustig. Hurra! Sie ist tot! Ja! Ist ja echt geil gemacht. Das gefällt mir. Das ist eine Questreihe für mich. So, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Nach Windhelm. Und dann müssen wir dem kleinen Knaben sagen. Jung, die ist fett. Die Oma ist fett. Dann haben wir ganz schnell und flott gemacht, weiß. Da war die Oma fett. Zum Kick gelaufen. Sitzt jetzt bei Aldi unter Gasse und macht Piep. Oder wie die Sprüche auch immer gehen. Die sind eh schlecht. So. Dann. Wieder in die Aretino-Residenz. Und da sagen wir dem kleinen Aretino mal, dass die tot ist. Muschi ist dort. Und? Grelot die Gütige, ist sie... Ihr wisst schon. Im Himmel. Ich wusste, dass ihr es schafft. Ich wusste es einfach. Ich wusste, dass die dunkle Bruderschaft mich retten würde. Hier, wie versprochen. Das sollte euch ein nettes Sümmchen einbringen. Und danke. Vielen Dank nochmal. Ich habe noch nie so laut Kinder lachen hören, wenn es um den Tod ging. Wenn ich groß bin, werde ich Meuchelmörder. So kann ich vielen Kindern helfen. So wie ihr. Oh ja, genau. Jetzt haben wir hier was bekommen. Und zwar, ich nehme mal an, einfach hier so ein Ring, Goldring, Diamantring oder so. Ich habe nicht drauf geachtet. Das ist aber auch echt doof gemacht. Mann. Aber wieso ist das denn jetzt schon wieder vorbei? Ich will doch noch andere Aufgaben machen. Das ist ja jetzt doof. Ein Kuss, liebste Mutter. Ah, warte, da steht doch was. Du willst also die dunkle Bruderschaft herbeirufen? Du wünschst eines anderen Tod? Bete, Kind, bete und lasse die Mutter der Nacht deine Bitte erhören. Du musst das gottloseste aller Rituale durchführen, das schwarze Sakrament. Form ein Abbild des geplanten Opfers aus echten Körperteilen, darunter einem Herzen, einem Schädel, Knochen und Fleisch. Errichte Kerzenzirkel und das Abbild um das Abbild herum. Dann beginne mit dem Ritual. Steche mehrmals mit einem Dolch, der mit dem Blütenblatt einer Tollkirsche abgerieben wurde, auf das Abbild ein und flüstere dieses Gebet. Liebe Mutter, schicke mir dein Kind, denn die Sünden der Unwürdigen müssen in Blut und Furcht getauft werden. Dann warte, Kind, denn der Schrecksvater sieht es, belohnt die Geduldigen. Ein Vertreter der dunklen Bruderschaft wird dich aufsuchen und so beginnt ein Kontakt mit Blut besiegelt. Menschenfleisch, menschliches Herz,
Kreis, Knochen, Aventus, ein Eisendolch, eine Tollkirsche. Er hat's gemacht. Er hat es tatsächlich gemacht. Aber wie können wir jetzt? Ach, wir gehen jetzt einfach mal raus. Vielleicht werden wir dann angequatscht. Da oben geht's ja auch noch weiter. Ah! Oder auch nicht. Schade. Dann gehen wir raus. Und wenn jetzt keiner entgegenkommt... Hier ist niemand, ne? Tja. Jetzt dachte ich, ich hätte die Questreihe endlich gefunden zur Dunklen Bruderschaft. Aber irgendwie scheint es dann doch nicht der Fall zu sein. Jetzt müssen wir noch mit Ortus reden und dann hat sich das. Dann sind wir hier durch. Wo war das denn jetzt? Da unten links. Ah, da sehe ich es doch schon. Hier geht's raus und dann links halten am Tor entlang zur Handelsgesellschaft. Aber das finde ich jetzt echt doof. Das nervt mich wieder. Ich wollte jetzt für euch endlich die dunkle Bruderschaft machen. Dann denkt man, man hat endlich eine Quest und dann nö. Nö. Dann lassen sie einen nicht. Lagerhaus. Laufe ich überhaupt noch richtig? Nö. Muss ich doch wieder da rein? Hast du irgendwas verpasst? Ah, da ist noch eine Quest drin. Aha. Habe ich also doch vercheckt. Na gut, dann ist das hier drin. Ich dachte, das wäre draußen. Gut. Schauen wir halt nochmal drin nach. Na komm, Ladebildschirm weg. Geht doch. Das müsste ja dann... der sein. Versuchen wir da mal hinzukommen. Oh. Ah, da ist es. Ist das? Ja. Ich bin nur durchs falsche Tor rausgegangen, okay. Dann eben hier raus. Wo dann auch sonst? Haben wir ja eh keine neuen Möglichkeiten oder keine anderen Möglichkeiten. Steckt bitte nicht alles in Brand, ja? Nichts als Pferde. Den ganzen Tag. Müssen wir da jetzt runter? Ich glaube schon. Oh, oh, nein, nein, nein. Bitte lass es tief sein. Stille Wasser sind tief. Dieses scheint zu fließen. Passt mit diesen Flammen auf. Passt mit diesen Flammen auf. So, dann gehen wir eben diesen Weg. Ups. Und zack, da sind wir. Müssen wir nur noch... Uah, hier irgendwie wieder rauskommen. Blub, blub. Blub. Und da sind wir wieder. Und jetzt machen wir wieder einmal unter Wasser. Und wieder über Wasser. Das Spiel könnte ich den ganzen Tag machen. Unter Wasser. Und wieder über Wasser. Und wieder unter Wasser. Über Wasser. Wie kommen wir denn da jetzt rauf, verdammte Axt? Ja, das sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Ach, verdammt. Wo ist denn hier der verdammte Aufstieg? Ah, hier. Man muss nur fluchen. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Sobald man anfängt zu fluchen, dann kriegt man immer das, was man will. Und rein da in die kaiserliche Handelsgesellschaft. Da ist er auch schon direkt. Ich weiß, dass es hier schlimm aussieht, aber bitte werft es nicht der Gesellschaft vor. Ah ja, und warum geht es ihr so schlecht? Traurig, nicht wahr? Seit diese Angriffe begonnen haben, können wir es nicht mehr unterhalten. Tja, Piraten. Sie greifen überall entlang der Küste an, von Hammerfell bis Fardenfell. Nur die Schildbrecher scheinen sicher zu sein. Ah ja, und wer ist die Schmetterschildfamilie? Ich habe zwar noch nie was davon gehört, aber wer ist das? Eine sehr mächtige Familie in Windhelm.
Sie betreiben ein Transportunternehmen und hätten den Hafen gerne für sich. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie irgendwie mit den Piraten zusammenarbeiteten. Okay, habt ihr denn Beweise dafür? Nein, noch nicht. Aber vielleicht könnte eine unerschrockene Person wie ihr dabei helfen. Eine Dunkelelfe leitet ihre Operationen. Suvaris Atheron. Sie arbeitet extrem akribisch und zeichnet alle Transaktionen in einem Buch auf. Wenn es mir irgendwie in die Hände fiele, hätte ich nichts dagegen. Schon klar. Na dann, wollen wir das mal machen. Also... Aufschwung Ost. Zap, und wieder raus. Na dann, geht es jetzt zum Aufschwung Ost. Können wir da irgendwie hin? Aha, das ist ja direkt hier. Direkt nebenan. Na, gucke mal. Oh. Und sieht hier gerade wer. Versteckt. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Das auch nicht. Ah? Fast. Okay, da hinten wird's sein. Ach, komm. Ach, was ist denn das hier für ein Schloss? Verdammte Axt. Buh? Mann hier. Ha! So, geht doch. Mann. Oh. Schleich mich jetzt hier einfach mal geradewegs durch. La 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 la. Ach so, in der Schatulle oder was? Ach, da liegt's doch. Mensch. Stehlen. Raus hier! So, jetzt geben wir dem Typen mal das Logbuch. Drüben in Rift hat jemand ermordet. Eine alte Dame im Waisenhaus. Ja, wie kann das denn passieren? Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich ein Mann mit gezogener Waffe nähert. Wenn ihr mir das hier. Buch beschreibt. Wie habt ihr es bekommen? Na, egal. Ich sollte es wahrscheinlich nicht wissen. Besser ist das. Aha. Es sieht aus, als wäre Suvaris nach Dämmerstern gereist, um sich mit Piraten zu treffen. Geht nach Dämmerstern und seht, was ihr über diese Schurken herausfinden könnt. Ich wette, sie halten sich nicht weit von der Taverne entfernt auf. Versucht herauszufinden, wo ihre Festung ist. Der Kapitän, Stieg Salzplanke, weiß bestimmt etwas. Alles klar. Ich stelle mir das immer so witzig vor, wenn so Leute Logbuch führen oder generell sowas, dann schreibe ich natürlich auch immer rein. Heute, meinetwegen Donnerstag, 437, geheimes Treffen mit Piraten in Dämmerstern. Das ist doch das Geilste. Und dann lasse ich das Buch natürlich noch da liegen und sage dann um 17.30 p.m. In der Taverne. Das schreibe ich natürlich alles da rein, damit es auch geheim bleibt. Deswegen nenne ich ja das auch geheimes Treffen mit den Piraten. Oder sowas wie Verschwörungstreffen mit den Piraten, um dem lieben Ortus einen auszuwischen. Und falls du das Buch liest, haha, wir haben es bereits gemacht. Oder irgendwie sowas. Das wäre vielleicht auch ganz witzig. So, hallo. Was seht ihr denn so an? Ja, ich habe gehört, dass ihr vielleicht etwas über Piraten wisst. Etwas über sie wissen? Junge, sie stehen vor euch. Ich bin Stieg Salzplanke, ein Kapitän der Bluthorker. Ich glaube, da waren wir mal drauf, kann das? Also mit Piraterie kann man eine Menge Gold machen, ha? Ja, der Krieg hält das Kaiserreich und die Einheimischen zu sehr in Atem, als dass sie sich noch Sorgen um uns machen würden. Halden nennt es unser goldenes Zeitalter. Wer ist denn Halden? Unsere Geheimzutat, wenn ihr so wollt. Ein Kampfmagier von furchteinflößender Gerissenheit.
Er führt die Bluthorke an und achtet darauf, dass der Kampf richtig ausgeht. Und wo kann ich mich anschließen? Tja, das kann ich ja nicht so einfach jedem Skewa weitersagen, der hier angespült wird. So wie ihr ausseht, werdet ihr den Hawkern wohl eher Schwierigkeiten machen. Würde das hier eure Zunge lockern? Ah, ich glaube, das könnte genau das Richtige sein. Halden wird mir dafür das Fell abziehen, aber in letzter Zeit fühle ich mich in Himmelsrand ein wenig beengt. Wir versammeln uns bei Jafets Torheit. Die Einfallspinsel in Windhelm halten sich davon in sicherer Entfernung, was uns sehr recht ist. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss meine Mannschaft versammeln. Wir sollten in Hammerfell sein, bevor die anderen Hawker erfahren, wer ihr Geheimnis verraten hat. Gut. Jetzt bestatten wir wieder Bericht. Gott. Müssen wir denn da jetzt nochmal hin? Ah, da. Och nö, kann ich da nicht hinreisen? Boah, ist ja doof. Nehmen wir hier den Stall meinetwegen hier. Zack. Müssen wir nicht noch wieder rauslaufen und dann da noch einen zweiten Ladescreen mitnehmen? Na komm, Ladescreen, mach schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Wir sind schon mittlerweile bei, wenn ich richtig liege, 312 Folgen. Das ist natürlich schon eine Wahnsinnsmenge. Und besonders, wenn man darüber nachdenkt, das ja schon nicht mehr so viele Folgen, ne? Bald ist es vorbei. Ich kann es nur immer wieder erwähnen. Aber ihr merkt ja, dass ich... doch auf der Eisscholle drauf. Ups. Ihr merkt ja, dass ich die Folgen schon mittlerweile immer ein bisschen überziehe. Na. Oh. Ja, die Wache wird nervös. Ich habe zum Beispiel, stelle ich den Countdown aus, wenn irgendwie Dialoge sind oder sowas, und dann haben wir dadurch ein bisschen mehr vom Spiel. Adelaisa, es tut mir leid. Ein tut mir leid genügt nicht, Ortus. Hier steht eine Menge Gold auf dem Spiel und das werden wir nicht durch Gewinsel zurückbekommen. Ich habe einen der besten Männer mit der Aufgabe betreut. Er müsste jeden Moment zurückkehren. Das wird er dann wohl sein. Endlich mal jemand, der weiß, wie man Ergebnisse erzielt. Da wir zu wenig Soldaten haben, kommt ihr auch mit uns. Keine Widerrede. Wolltet ihr sonst noch etwas sagen? Ja, der Anführer ist ein Kampfmarscher namens Halden. Halden? Ich habe von ihm gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass er sich Piraten anschließen würde. Das könnte gefährlicher werden als gedacht. Auf zu den Schiffen. Wir planen den Angriff unterwegs. Na gut. Auf zu den Schiffen. Plop. Dann wollen wir das machen. Auf zu den Schiffen. Da ist doch der Typ. Schiff. Oh, wir beide? Na komm. Ihr solltet es doch zu Jafets Torheit. Alle an Bord. Ja. Da fehlen mal wieder ein paar Videosequenzen in diesem Spiel. Was mir schon aufgefallen ist, was überhaupt nicht dargestellt wird, ist ein Schiff in Bewegung. Das haben sie irgendwie nicht hinbekommen, kann das? Naja, gut. Hi. Ihr braucht etwas? Ja, wie lautet der Plan? Nun, wir sind hier. Wir denken nach. Ah ja, okay. Haben wir Jafets Torheit erreicht? Schwer zu sagen. Das Wetter ist hier alles andere als großartig. Haldin ist bekannt dafür, seine Verstecke mit Magie zu tarnen. Wenn wir uns um ihn kümmern, sollte die Bahn für einen ungehinderten Angriff auf die Insel frei sein. Und das scheint wohl meine Aufgabe zu sein, ja? Bisher habt ihr euch als hilfreich erwiesen. Diese Tölpel haben zu viel Angst vor Haldin, um einen Finger zu rühren, bevor der Nebel sich gelichtet hat. Wenn ihr der Gesellschaft also einen weiteren Dienst erweisen wollt, könnten wir diese Angelegenheit ein für alle Mal hinter uns bringen. Erledigt Haldin. Wir kümmern uns um den Rest. Ach ja. Aber es ist echt komisch, dass sie... Ich warte. ...die Schiffe niemals in Bewegung zeigen, ne? Ob dafür die Engine zu starke Berechnungen aufgenommen hätte.
Wäre schon mal interessant zu wissen, warum, ne? Weil die verkeilen die Schiffe einfach immer irgendwo an diesen Eisschollen und dann war's das. Also es ist, man sieht nie so ein Schiff in Bewegung. Das wäre doch auch mal interessant, dass man zum Beispiel versuchen muss, auf so ein Schiff irgendwie drauf zu kommen, während es halt noch in Bewegung ist. Und dann hier so über das Meer schippert, aber die Schiffe, die da sind, die sind entweder immer Wracks oder halt, ja, so wie das da, stehen halt einfach nur rum. Na gut, also jetzt haben wir Japheths Torheit entdeckt. Und eigentlich wollte ich dann in dieser Folge das auch noch eben schnell machen. Wenn wir dann hier irgendwie raufkommen, ne? Da oben ist es zumindest schon mal. Aber ich gehe mal davon aus. Ah, da ist es. Auf in die Meereshöhle. So. Hinein. Jetzt greif mal von unten an. Gewagt, gewagt. So, speichern. Los, los. Geht doch. Da sind schon mal diese dämlichen Krabbenviecher. Nein. Als Maul. Und du auch. Kein Wort. Wir sind hier in geheimer Mission. Und da ist eine Truhe. Dietrich, das Gold nehmen wir natürlich auch mit. Und die Magikertränke können wir auch gebrauchen. Hopp, hopp. Noch mehr Schlammkrabben? Jawohl. Hallo. Quatsch. Da ist noch was. Bluthawker. Quatsch. Und bam. Rückgrat gebrochen. Zack. So einfach geht das, du blöder Bluthawker. So, jetzt heilen wir uns noch eben. Da ist wieder ein Heiltrank. Packen natürlich wieder die Axt raus. Hier haben wir noch eine Truhe. Oh, ein Goldbarren. Cool. Und da geht es rauf. Und diese Tür nehmen wir dann schön zum Pausieren. Denn da geht es dann in die Türme. Und das machen wir in der nächsten Folge. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.